Hallo, mein Name ist Sebastian, ich bin Spieleentwickler. Heute geht's mal nicht um ein Spiel, so richtig, ein bisschen später, aber eigentlich in erster Linie geht's heute um Arduino. Und zwar geht's darum, mit dem Arduino ein Spiel zu steuern. Also ein Unity-Game. Das Spiel wird nur ganz bisschen angefangen werden, also nur, dass man sieht, wie man das steuern kann. Es geht also nicht um richtig um das Spiel, sondern mehr um den Arduino. Zuerst mal hier der Schaltplan. Das Ganze wird mit einem Arduino Nano und einem Ultraschallsensor gemacht. Der ist so verdrahtet, wie ihr es hier seht. Ich habe da noch so eine kleine Kiste drum gebaut. Das braucht ihr nicht unbedingt. Es geht einfach nur darum, den Abstand zu dem Ultraschallsensor zu messen und daraus eben die Werte für die Steuerung des Unity-Spiels zu beziehen. Ich zeige euch hier noch so ein paar Bilder von meiner Kiste, wie ich das gemacht habe. Wenn ihr wollt, könnt ihr das ja nachbauen, aber wie gesagt, ihr könnt das auch einfach so aufbauen mit einer Pappkiste oder so, das geht genauso. Also, dann fangen wir mal an zu programmieren. Fangen wir mal an. Ich habe hier das Gerät mal mit eingeblendet und da können wir mal sehen, was passiert, wenn wir das bewegen. Wir brauchen auf jeden Fall zuerst mal die Arduino IDE. Die findet ihr, wenn ihr die nicht habt, hier auf arduino.cc. Könnt ihr hier auf Software gehen und dann ist hier der Download für euer System. Erstmal ganz kurz noch, ihr müsst hier noch ein paar Einstellungen machen. Also hier müsst ihr das Board angeben, wenn ihr Nano verwendet habt, wie ich das habe. Dann hier eben Arduino Nano eintragen. Und ihr müsst aufpassen, welchen Prozessor ihr nehmt. Bei mir ist es hier der Atmega 328P. Und ihr müsst den richtigen COM-Port angeben, also den seriellen Port. Wenn ihr was übertragen wollt zum Nano oder zum Arduino eben, hier über Hochladen. Aber dazu kommen wir dann noch. Jetzt schreiben wir mal das Programm, was wir brauchen, um später unsere Spielfigur in Unity anzusteuern. Wir brauchen erstmal die Pins, also quasi die Ein- und Ausgänge von unserem Arduino. Die müssen wir jetzt hier festlegen. Und zwar einmal machen wir einen Integer für den Trigger. Das ist hier in dem Fall bei mir die 3. Dann ein Integer für Echo. Das ist bei mir die 2. Als nächstes Duration, also die Dauer, die das Ultraschallsignal braucht, um wieder zurückzukommen. Die müssen wir messen. Die ist zunächst mal 0. Die Distanz. Und hier legen wir noch fest, also wo die Mitte ist und ab wo wir umschalten jeweils zwischen oben und unten das Signal quasi. Also wenn wir jetzt die Spielfigur steuern wollen, dann wann sie nach oben gehen soll und wann nach unten. Und die setze ich jetzt hier mal auf 6 fest. Dann haben wir hier zuerst mal Methode Setup. Legen wir erstmal die Übertragungsrate fest. Und dann müssen wir festlegen, ob unsere Pins Ein- und Ausgänge sind. Das heißt also für unseren Trigger 3, das ist ein Ausgang, also der Trigger, die Variable Trigger. Und dann ist das Output groß. Echo ist jetzt aber eben ein Input. Gut, das war jetzt in der Setup-Methode dann schon. Jetzt erkläre ich erst einmal, was wir hier bisher gemacht haben. Erstmal haben wir den Trigger auf ausgeschaltet, also auf Low gesetzt, dann ein paar Millisekunden gewartet. Dann schalten wir ihn wieder ein. Wir senden also ein Ultraschallsignal und dann schalten wir nach 10 Millisekunden wieder ab. Und jetzt kommt halt das Ultraschallsignal wieder zurück und die Zeit müssen wir messen. Daraus können wir dann errechnen, wie viel Zentimeter zwischen dem Sensor und dem Objekt, also hier in dem Fall unser Klotz, dann sind. So, jetzt brauchen wir also erstmal die Zeit und das machen wir so. Die Duration, Dauer. Und jetzt müssen wir sagen, den Pin, und das ist dann bei uns der Echo, und ist dann high, ne? Also wenn er high ist, wird das gemessen. Gut. Daraus können wir jetzt die Distanz errechnen und die Distanz ist dann die Dauer durch 2 natürlich, weil wir wollen ja nur eine Strecke, nicht den Hin- und Rückweg. Und dann müssen wir das multiplizieren mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schallwellen bei Zimmertemperatur jetzt. Jetzt lassen wir uns erstmal testweise
mal die Distanz ausgeben, gucken mal, ob das überhaupt funktioniert. Und dann am Ende müssen wir hier noch ein bisschen warten, manchmal 50 Millisekunden. Und dann kann man das ganze Programm mal übertragen zum Arduino. Und das geht, wenn ihr das hier richtig eingestellt habt, was ich vorhin erklärt habe, also Nano und den richtigen Prozessor und den richtigen Port. Dann könnt ihr hier auf Sketch und dann auf Hochladen. Und da gibt es bei mir hier einen Fehler, ein Komma oder ein Semikolon. Und das hier, ne? Gut, probieren wir es nochmal. Und nochmal was. Was ist das jetzt? Gut, jetzt hat es geklappt. Also der Port hat er hier irgendwas noch nicht gehabt. Gut, und jetzt kann man hier uns den seriellen Monitor öffnen. Das heißt, wir kriegen jetzt hier die Werte, die wir hier schreiben, die kriegen wir jetzt hier angezeigt. In dem Fall jetzt 0. Wenn ich das jetzt hier bewege, dann sollte sich der Wert verändern. Mal schauen, wo jetzt das Problem ist. Ah ja, das Problem ist hier. Übertragen wir nochmal. So, jetzt haben wir hier. Jetzt funktioniert das so. Ne? Das ist nicht so furchtbar genau. Also wir könnten uns jetzt natürlich das auch als Fließkommazahlen angeben, also angeben lassen. Das heißt, wir müssten dann hier die Distance einen Float draus machen. Das können wir auch mal machen. Spaßeshalber. So, und jetzt haben wir das als Fließkommazahlen. Jetzt ist es natürlich ein bisschen genauer, aber der Sensor ist jetzt auch nicht hier für die Millimeter gemacht. Ja. Also auf 0,3 Zentimeter ungefähr funktioniert der so einigermaßen. Aber das brauchen wir gar nicht, weil wir wollen gar nicht feststellen, wie viele Zentimeter es sind. Wir wollen nur wissen, ob es größer oder kleiner als 6 Zentimeter sind, also ob oben oder unten. Weil unser Gerät hier, das nutzen wir jetzt nicht, um hier irgendwie eine Position festzustellen. Das wäre dann doch ein bisschen zu grob, sondern wir wollen einfach nur eine Eingabe von zwei verschiedenen Zuständen. Ausgabe hier mal ändern. Und zwar, wir müssen jetzt feststellen, ob die Distanz kleiner oder größer als die Mitte ist. Und dann Erz. Okay, und jetzt schreiben wir hier Byte, Serial, wieder Punkt Byte. Dann schreiben wir eine 1 und warten, dieses Flush, was jetzt kommt. Das heißt einfach, es wird gewartet, bis das gesendet ist, komplett. Und wenn jetzt das nicht kleiner oder gleich ist als Mitte, dann ist es größer. Und dann senden wir eine 2, Serial, Byte, 2. Wir senden also, wenn der Klotz hier vorn dran ist, dann senden wir eine 1. Wenn er hier hinten ist, senden wir eine 2. Das Ganze müssen wir dann jetzt natürlich mit unserem Unity-Spiel, was wir jetzt im Anschluss machen, dann auswerten. Dann speichern wir das Ganze mal und ich übertrage es nochmal. Gut, also das war es jetzt hier erstmal mit dem Arduino und wir sehen uns dann gleich in Unity wieder. Gut, dann habe ich jetzt hier mein Unity-Hub geöffnet und auch schon ein neues Projekt angefangen anzulegen. Also hier, ich habe euch auf New gedrückt und das ist jetzt hier, ich nenne das mal jetzt Arduino. Gut, okay, und dann ein 3D-Projekt und los geht's. Gut, dann sind wir jetzt hier in Unity. Jetzt machen wir uns erstmal ein Player-Game-Objekt, also Rechtsklick und ich würde hier eine Kugel nehmen als Player-Game-Objekt, nenne das mal Player. Und legen hier ein Player-Skript an, also rechts Create, C#-Skript. Und das nenne ich auch Player. Gut, dann sind wir hier in Visual Studio. Wir brauchen zuerst mal noch einen Namespace hier. Und zwar wollen wir ja mit seriellen Schnittstellen arbeiten. Also wir wollen ja jetzt die Daten von dem Arduino-Gerät, was wir hier haben, gebaut haben, dann uns holen. Und dann brauchen wir System, IO, Ports. Also Ports kennt er hier nicht und das kann daran liegen, dass hier das Package nicht installiert ist. Das kann man feststellen, Extras und dann hier NuGet Packet Manager und dann hier auf Pakete, Projektmappe. Und dann einfach mal gucken nach System.io Ports. Müssen wir es noch nachholen? Also ich muss jetzt hier auch nachholen, wer ist es ja bei euch sogar? Okay. Also hier ist es jetzt da. Und außerdem müsst ihr dann noch gucken, dass hier bei Project Settings unter Player dann das
.NET 4 ausgewählt ist. Wir haben jetzt unser Ports. So, jetzt habe ich hier als erstes unseren seriellen Port deklariert und dann können wir hier gleich angeben, welcher Port. Das war bei mir COM 5 und Baud Rate 9600. Gut, und dann können wir den Port öffnen. Wir geben noch ein Timeout an. ReTimeout ist gleich 1. Also jetzt müssen wir hier feststellen, ob Daten ankommen. Und zwar müssen wir erstmal gucken, ist unser Port überhaupt offen? If Serial Port is open, nur 2 und dann zweimal Tab. Jetzt müssen wir uns die Daten holen. Und zwar Serial Port.ReadByte. Jetzt haben wir hier aber im Moment noch nichts, wo wir das halt hinübergeben. Jetzt müssen wir ja noch, wir wollen ja die Kugel, die Position verändern. Deswegen machen wir uns hier unten noch eine Methode. Void, also Private Void, Set Position. Und wir geben hier eine Richtung an als Integer. Und die Funktionalität hier, die machen wir gleich. Aber wir können jetzt hier auf jeden Fall erstmal schon mal die Methode SetPosition aufrufen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir es so, dass wir einfach, also der Ball soll noch, also die Kugel soll dann Gegenständen ausweichen, habe ich mir gedacht. Und da können wir uns jetzt hier oben noch zwei Float-Werte, Serialize Field, also das wird uns dann im Inspektor angezeigt, die Variable, also Private. Und das gleiche nochmal als DownPosition. Und jetzt wechseln wir einfach, je nachdem, welches Direction hier ankommt, ob eine 1 oder eine 2, einfach die Position ist gleich. Also Transform.Position ist gleich New Vector 2 Transform Position X und Up Position. Und jetzt das Ganze nochmal, wenn Dir gleich 2 ist, dann kann man das einfach kopieren hier und dann hier die Down Position draus machen. Gut, okay. Das war es jetzt erstmal schon so weit. Das sollte funktionieren. Testen wir das Ganze mal aus jetzt. Wir müssen natürlich unser Skript noch auf den Player ziehen. So, dann lassen wir die Up-Position einfach, machen wir die auf 1. Down ist minus 1. Die Kamera ein bisschen ran an die Kugel. Im Moment ist ja auch die Kugel auf 0, also der Player, aber das wird jetzt ja gleich ändern. Okay, dann können wir das Ganze mal starten. Hoch, runter, hoch, runter. Funktioniert. Gut, an dieser Stelle könnte man jetzt auf vielfältige Art und Weise weitermachen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspiriert. Vielleicht überlegt ihr euch auch schönen Nutzen für so eine Arduino-Ansteuerung von einem Spiel und probiert ein bisschen rum. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat der Kurs gefallen und ihr lasst mir ein Like da vielleicht oder lasst sogar ein Abo da, wenn ihr noch keins habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.